Salam alaikum, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit einem Video, worauf sehr, sehr viele von euch gewartet haben. Rocket League hat endlich bekannt gegeben, dass der Nissan Skyline zurückkommen wird. Und ja, viele von euch haben darauf gewartet und es dauert tatsächlich auch nicht mehr lange, bis der Nissan Skyline zurückkommt. An dieser Stelle darfst du kurz einen Daumen nach oben da lassen, um mich zu unterstützen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Let's go! Go. Bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur kurz auf meinen Sponsor Aoya.com hinweisen. Hier habt ihr die Möglichkeit, alle Rocket League Items für einen richtig guten Preis zu kaufen. Und wenn du 6% Rabatt haben möchtest, kannst du mich dabei unterstützen und AGTV als Code eingeben. Viel Spaß mit dem Video. So, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, haben wir hier am 10. Juni gepostet von Rocket League auf der offiziellen Rocket League Seite: Fast and Furious Inhalte kehren am 17. Juni zu Rocket League zurück. Das bedeutet, dass ihr die Möglichkeit habt, diesen DLC Bundle zu kaufen. Zu den Preisen kommen wir später. Allerdings gucken wir uns zuerst den Trailer an, würde ich sagen. Wir hauen den einfach mal kurz rein. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr nice aus. Ich mache ein bisschen leiser. Ja, der gute alte Nissan Skyline, so wie man ihn kennt hier. Und wie man sieht, kommt ja noch ein neues Auto dazu. Und dazu kommen wir auch gleich. Mega geiler Trailer. Gute Musik im Hintergrund. Yeah. Da freue ich mich auf jeden Fall übel drauf. Verfügbar ab 17. Juni, let's go. Also Leute, wie ihr seht, ist es soweit. Der Nissan Skyline und die, also das alte Auto, ich kannte das davon nicht, der hier, aber der da ist neu. Also drei Autos werden auf jeden Fall im DLC Bundle verfügbar sein. Hier kann man es auf jeden Fall nochmal lesen. Nach monatelanger Planung kehrt Fast and Furious zurück mit alten Bekannten und einem neuen Auto, das sich nicht auf der offenen Strecke und bei heißen Verfolgungsjagden gut macht, sondern jetzt auch auf dem Spielfeld von Rocket League. So, man hat die Möglichkeit, das Fast and Furious 3 Autopack zu kaufen. Da ist dann einmal der Nissan Skyline, der Dodge Charger oder der Pontiac Fiero drin. Ich habe tatsächlich noch keinen dieser DLCs gehabt oder keine dieser Autos, deswegen wusste ich auch ehrlich gesagt nicht, dass das der Dodge Charger ist. Bin da nicht so in der Autoszene. Und ja, man kriegt dann noch dementsprechend Aufkleber und das Ganze, dieser DLC ist für 2400 Credits erhaltbar. Für manche Leute absolut ein Schnäppchen, da ihr alle schon auf diesen Nissan Skyline wartet. Auch ich natürlich. Kommen wir erstmal zu den Hitboxen und zwar bekommen wir da einmal diesen Pontiac Fiero, der hat einmal die Hybrid-Hitbox. Hier seht ihr dann die verschiedenen Sachen, die ihr zu diesem Auto bekommt. Dann haben wir hier einmal den Dodge Charger, der hat die Dominus-Hitbox. Hier seht ihr es dann auch. Also dementsprechend einfach die Räder, dann haben wir hier noch schwarze lackierte Räder, ein paar Aufkleber und so weiter, wie es dann halt auch aussieht. Und Real Life ist ja auch dieser Aufkleber, wo man neu drauf bekommt und dann dementsprechend auch wieder der Fast and Furious Nissan Skyline, hat die Hybrid-Hitbox und hier bekommt ihr auch Räder, schwarz lackiert, Real Life, Aufkleber, bla 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 bla, steht ja alles auch dran. Als du einer der Glücklichen warst und damals dir einen Nissan Skyline gekauft hast, kannst du für 300 Credits ein Upgrade-Pack kaufen und so dementsprechend das dazu kaufen, worauf du Bock hast. Genau, dann dürft ihr noch nicht verpassen, dass es einen kostenlosen Titel Tuna geben wird im Item-Shop. Und zusätzlich wird es noch einen Sound geben. Hier könnt ihr es lesen, es werden zwei neue Spielhymnen aus der Filmreihe verfügbar sein. Auch richtig nice. Ja, Lieben, ich freue mich auf jeden Fall auf den Nissan Skyline. Ihr seht es im Hintergrund, habe ich ein Feilchen schon. Vielen Dank an dieser Stelle an Ehrenspeck, der mir den zur Verfügung gestellt hat. Und ja, wie ist eure Meinung? Schreibt es gerne in die Kommentare an dieser Stelle. So, ihr Lieben, das war's von meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und lasst ein Abo da. Ich würde mich darüber freuen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir warten alle gespannt auf den 17. Juni. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Angezeigt.